Ganz herzlich willkommen bei Image Campus, dem Format für alle Liebhaber der Bilderwelten. Ja, sind wir ganz ehrlich, richtig interessant ist ein Foto doch eigentlich erst, wenn ein Mensch drauf zu sehen ist, oder? Aber da gibt es verschiedene Varianten. Zum einen Schnappschüsse von Menschen auf der Straße oder künstlerisch umgesetzte Fotos von Newcomerinnen, Amateurmodels bis hin zu den arrangierten Werbefotografien mit Topmodels. Ja, was sind da die Besonderheiten, die Unterschiede der Fotografien und vielleicht sogar die Herausforderungen für die Fotografen? Das möchte ich heute meine Gäste fragen. Zum einen Christoph Hammer. Viele seiner Fotografien sind auf seinen Reisen entstanden. Zum anderen der CEO der Modelagentur Photogen, Chet Hayek. Und wir haben auch Lothar Schmid bei uns. Er hat schon Größen wie Marcello Mastroianni oder Sophie Marceau vor seiner Linse gehabt. Ja, und zudem zeigen wir Ihnen heute auch die Nikon D850 und verraten Ihnen, warum sie ein Universal-Talent ist. Ja, jetzt möchte ich aber meine Gäste ganz herzlich begrüßen mit eurem Applaus. Christoph Hammer, Chet Hayek und Lothar Schmid. Christoph Hammer, du hast deinen Ursprung in der Werbung, du hast als Art Director angefangen, hast dann innerhalb deines Jobs zum Beispiel bei Jelmoli die Fotografie kennengelernt, hast sie zuerst nur zum Spaß gemacht, dann auch Vollzeit für eine Menschenrechtsorganisation, hast dann den Drang verspürt, noch einmal zu studieren und bist heute fotografierender Sozialwissenschaftler. Ich zeige hier ein paar repräsentative Fotos von dir, die auf deinen Reisen entstanden sind, hier aus Neufundland oder Kirgisistan oder auch aus dem Tibet. Heute möchten wir aber auch auf die Menschen auf deinen Fotografien fokussieren. Hier ein älterer Bauer aus Kirgisistan, auch ein älterer Herr aus dem Tibet. Wie bist du diesem Mann begegnet und wie ist es zu diesem Foto gekommen? Wer ist er? Er ist ein tibetischer, buddhistischer Pilger und er kommt direkt von, man sieht im Hintergrund einen See, sein heiliger See, sein heiliger See, er hat ihn darin gebadet und ist nachher, hat sich auf den Weg gemacht, um den heiligen Berg, diesen Mount Kailash, zu umrunden. Und auf diesem Weg bin ich ihm dann begegnet. Mhm. Oder wir sind uns begegnet. Wir haben zwei ältere Herren gesehen, aber auch repräsentativ eine Dame. Wer ist sie? Sie ist eine kirgisische Lastwagenfahrerin. Und warum schauen alle drei so ein bisschen düster oder traurig? Oder ist das nur meine Interpretation? Sie schauen nicht traurig, sie schauen ernst. Mhm. Der Pilger hat eine Aufgabe, eine schwere Aufgabe. Und die Dame, sie arbeitet schwer, sie arbeitet den ganzen Tag. Und dementsprechend ist manchmal auch der Ausdruck auf ihren Gesichtern halt eher ein schwerer, langanhaltender Ausdruck. Von diesen natürlichen Menschen, die tatsächlich so, also du bist ihnen so auf der Straße begegnet, ja, die gibt es tatsächlich genauso, da ist nichts gestellt. Wechseln wir zu Chet Hayek. Du bist der Inhaber von Photogen, der Modelagentur, seit 24 Jahren. Und hast dann einen Trend beobachtet, 2004, dass deine Kunden vermehrt Models suchen, die aussehen wie die nette Nachbarin. Und hast dann auf die Schnelle eine sogenannte People-Kartei innerhalb deiner Agentur eröffnet und angeboten. Damit warst du der Erste, und der das innerhalb einer Agentur macht. Und heute ist das eigentlich Standard der Agenturen. Mhm. Erzähl uns, wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise wie hast du auf die Schnelle all diese People-Models gefunden? Ja, es war wirklich eine lustige Geschichte. Wir haben eigentlich relativ viele Anfragen bekommen von Jobs, wo wir eigentlich so mit unseren Models nicht machen konnten. Da ging es zum Beispiel L'Oreal, wo sie wollten, dass wir die Haare schneiden oder färben. Und das wäre schwierig gewesen, weil wir hätten dann alle Modelbücher abändern müssen. Und wir konnten diese Jobs anfangs nicht machen. Wir haben auch viele Kunden gehabt, die ursprünglich sehr viel Geld ausgaben im Monat. Und plötzlich hieß es, wir können nicht mehr bei Modelagenturen buchen. Wir müssen People- und Straßencastings machen. Und ich hatte mal so belustigend gesagt, ja, was ist, wenn ich dann so eine Abteilung habe, buchst du dann wieder bei mir? Und sagte er, ja, dann geht's wieder. Und dann haben wir im Archiv all unsere alten
ja, die Bewerbungen wieder hervorgesucht von allen Models, die vielleicht damals ein bisschen zu klein waren oder nicht perfekt gepasst haben zum damaligen Look. Also du hast alles aufbewahrt? Ja, bis heute bewahren wir alles auf, noch über 20 Jahre sogar. Und so konnten wir innerhalb von einem Wochenende alles einscannen und gründeten eigentlich eine Abteilung, wo wir all diese Kunden dann beliefern konnten. Mit Frauen und Männern gleich vertreten? Oder habt ihr da einen Fokus mehr auf Frauen? Wir haben einen Fokus mehr auf Frauen, ja. Das ist auch das, was bei uns mehr angefragt wird als Männer, ja. Und dann haben wir noch die Topmodels, die Star-Schauspieler, die können wir auf den Fotografien von Lothar zum Beispiel sehen, den berühmten Marcello Mastroianni. Oder auch dieses wunderschöne Dreierbild von Schauspielern einer Theaterproduktion und in der Mitte der berühmte Schauspieler Lambert Wilson. Du hast vor allem in Dingen auch in der Werbefotografie dir einen Namen gemacht. Wir müssen dazu vielleicht sagen, du bist heute nicht ein perfektes Model. Du hast nämlich erst gerade eine Augenoperation gehabt. Es geht dir aber gut und du siehst besser denn je. Dank dem Kantonsspital St. Gallen geht es mir sehr gut. Ja. Das freut uns auch. Und du hast dir deshalb einen Namen gemacht in der Werbefotografie, weil du vieles selber entscheiden möchtest. Also du bist beim Casting dabei, suchst dir die Models aus. Du möchtest nur die besten Profis auf dem Set haben von den Stylisten. Besonders wichtig sind dir die Hairstylisten. Bis hin zum perfekten Accessoire kannst du das auf dem Set teilweise aussuchen. Du machst aber auch künstlerische Projekte, wo du auch vermehrt auf Natürlichkeit setzt. Und weil du in Paris lebst, wurdest du angefragt, die Französin Sophie Marceau zu fotografieren. Wie kam es dazu? Zum ersten Shooting. Und hier haben wir ein Foto aus einem weiteren Shooting. Es ist dazu gekommen, beim ersten Shooting wurde ich angefragt und das musste gleich passieren, sozusagen von morgen auf den Nachmittag. Und wir konnten kein Team zusammenkriegen. Und da habe ich mir gesagt, ja, dann gehe ich alleine hin. Und bin alleine hingegangen und Sophie hat sehr viel Humor und wir haben sehr viel gelacht und wir haben sehr schöne Fotos gemacht. Und sie hatte noch vom Shooting... Also wohin? Zu ihr nach Hause? Zu ihr nach Hause, Entschuldigung. Aha. Zu ihr nach Hause. Und am Morgen hatte sie schon ein Shooting gehabt. Und sie ist dann gekommen und hat gesagt, wasch alles weg. Aber ein paar Sachen sind übrig geblieben. Es war ein wenig schwarz unter den Augen. Aber gerade das hat einen Charme gemacht, weil es ist dann wirklich geworden. Und so ist es ein wenig eine Tradition geworden, dass ich sie natürlich fotografiere. Und vor allem, ich habe auch in den 90er Jahren angefangen, kein Fondetime zu verwenden. Und klar, sie hat ein ganz wenig Mascara, das hat sie, aber sonst braucht man das heute kaum, weil man hat schon zur Zeit, in den 90er Jahren hat man mit Negativ gearbeitet und jetzt mit dem Photoshop sowieso, wenn eine kleine Unreinheit da ist, in einer Sekunde ist die weg. Also man braucht das weniger. Mhm. Und ich finde, dass die Natürlichkeit der Haut, das baut die Distanz zum Model ein wenig ab. Mhm. Auch dieses Foto ist relativ spontan entstanden, obwohl sie so ein Superstar ist, könnte man meinen, es wird alles inszeniert. Nein, das war Das geht in schnelle Entscheidungen. Ich habe das an einem Ort ausgesucht, das ist eine alte, wie sagt man denn, eine Fonderie auf Französisch, wo man mit Eisen gearbeitet hat, Eisen geschmolzen und gegossen. Und das ist so ein leeres Gebäude, riesig. Und da bin ich oft hingegangen, um zu fotografieren. Und da war dieses alte Auto in der Ecke. Und da habe ich gesagt, geh mal schnell rein. Und weil ich immer probiere, so wenig wie möglich Mode zu gebrauchen für die Portraits, hat sie halt nichts an. Ja, eine gute Alternative. Ja, so geht's auch. Weil du hattest eben den passenden Stylisten nicht dabei. Ich hatte von hier bis dort drüben Kleider. Aber der Unterschied von einem Model ist da, um Kleider zu verkaufen. Mhm. Und eine Schauspielerin verkauft sich selber. Ja, viele Stylisten haben das nicht begriffen, dass da nur gezielt ein Element sein kann. Weil die Hauptperson ist die Person, ist die Schauspielerin. Da hast du schon die Unterschiede ein bisschen angesprochen. Das möchte ich von euch erfahren. Was sind die Unterschiede dieser Fotos, die wir bisher gesehen haben? Weil hier könnte man fast sagen, Christoph, dass das auch spontan entstanden ist auf der Straße. Was ist jetzt der Unterschied zu deinen Personen, die du fotografiert hast? Oder Chad, was ist der Unterschied zu Models? Was möchtet ihr einfangen auf den Fotos? Was sollen die Fotos aussagen?
oder die Menschen aussagen. Ich meine, der Unterschied könnte sein, dass dies eine Abmachung war. Mhm. Es war ein Shooting, es war eine abgemachte Zeit. Bei meinen Porträts ist es der Zufall. Es ist der Zufall, einen Mensch zu sehen, ihn zu fragen. Meistens nonverbal, weil und ich kann weder Kirgisisch noch kann ich die Tibetische Sprache. Aber ist die Wirkung eine andere auf dem Foto des Menschen, wenn es abgemacht ist oder nicht abgemacht? Weil die Person, die du fotografierst, weiß ja auch, dass sie fotografiert wird. Mhm. Du fotografierst nie jemanden, ohne ihn zu fragen. Nein, das tue ich nicht. Ich denke, die Wirkung kann dieselbe sein, weil ich bin der Überzeugung, dass Lothar mit dem vollen Einverständnis von Sophie fotografiert hat und dass es Abmachungen gab. Ich denke, und wenn man das Bild anschaut, es ist ein natürliches Bild. Dasselbe kann ich von mir sagen, es sind natürliche Bilder. Ich denke, das ist der Unterschied ist, sie heißt Sophie und es war eine Abmachung und mein... Und welche Aussage möchtest du transportieren? Oder möchtest du es offen lassen dem Betrachter, was er oder sie denkt? Möchtest du zeigen, dass sie traurig sind, dass sie ernst sind? Es kommt aufs Projekt drauf an, es kommt darauf an, was ich damit sagen will und für wen ich das tue. In den meisten Fällen möchte ich schon ein Stück weit die Kultur eines Landes einfangen, auch ob es arme oder reiche Menschen sind, in welcher Umgebung sie leben. Und auch berücksichtigen das, was sie halt mir nonverbal meistens, weil ich deren Sprache meistens nicht kann, was sie mir mitteilen möchten. Denn prinzipiell wollen die mir etwas sagen. Also auch wenn sie nicht sprechen, sie wollen mir etwas sagen. Die meisten Menschen, die ich dann fotografiere oder porträtiere, das dauert eine Zeit, sind eigentlich froh, wenn ich das tue, nach einer bestimmten Zeit, weil sie wollen mir ihre Kultur zeigen. Sie haben wenig Möglichkeiten dazu. Sie können nicht in Länder reisen, wie wir das können. Sie sind da und sind aber kulturell neugierig, sie sind offen, es interessiert sie unheimlich, was ich tue, wer ich bin, woher ich komme. Und dasselbe erwarten sie dann auch von mir, dass ich neugierig bin, was sie tun, woher sie kommen, was sie glauben, was sie denken. Oder was für Probleme, dass sie haben. Und das wollen sie ganz klar in Fotos transportieren, immer. Das Model-Chat muss sich aber ganz zurücknehmen, oder? Es geht selten ums Model an sich, sondern um das Produkt, das sie verkörpert, Nein. Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns sucht sich der Kunde das Model aus. Wir machen diverse Vorschläge. Er sucht sich das Mädchen oder Model aus, das er meint, zu seinem Produkt am besten passt oder am besten repräsentiert. Ich bin schon der Meinung, dass Profis es viel anders darstellen oder vielleicht besser oder schneller darstellen als jetzt ein Amateur oder ein jetzt vielleicht jemand von der Straße. Das hängt mit der Erfahrung und mit Übung meiner Meinung nach zusammen. Ja. Also daher macht das für mich schon einen Unterschied aus. Ja. Sonst wären wir arbeitslos, wenn es nicht so wäre. Es entsteht ja wahrscheinlich auch immer etwas Zwischenmenschliches auf dem Set. Lothar, wie viel von dir gibst du jeweils in einem Fotoshooting, damit zum Beispiel solche Fotos entstehen können? Ich glaube, das ist ja relativ intim, diese Situation. Muss da wirklich eine Intimität herrschen oder kann man von einem Profi einfach erwarten, Nein, Intimität herrscht nicht in diesem Sinne, weil da hat es Leute rundherum und das ist auch an einem öffentlichen Hotel, in einem Hotel. Ich glaube, wichtig ist generell, ob es eine Berühmtheit ist, ein Topmodel oder jemand von der Straße, ist, dass man zeigt, dass man die Person respektiert. Und ich glaube, man macht viel zu viel einen Unterschied zwischen einem Model und einer normalen Person. Auch Models sind normalen Personen. Die werden zwar zu einem Luxusobjekt hingerichtet, vielfach. Hergerichtet. Aber ein wenig hingerichtet auch. Aber jedenfalls, es ist eigentlich kein Unterschied. Und ich probiere auch, denen zu zeigen, dass ich sie respektiere, ob sie Anfänger sind oder nicht. Und ich frage auch die Meinung, was meinst du, gefällt dir die Haare, gefällt sie nicht? Weil das Model ist ein sehr wichtiger Bestandteil und es ist sehr wichtig, dass sie sich gut fühlt. Jedes Model, was immer man fotografiert. Und es ist, nicht, es ist mehr eine Komplizität als eine Intimität. Eine Komplizität, die ich möchte.
damit wir wenigstens ein paar Minuten lang auf derselben Schiene fahren. Also du gibst schon viel von dir. Ich probiere einen Moment zu kreieren, der zu allen passt, irgendwie, ihr und mir. Das ist das Beste für sie, das Beste für mich. Das probiere ich. Schaffe es nicht immer. Chad, das wäre natürlich in eurem Sinne, dass sich das Model auch wohlfühlt. Absolut, ja. Wie stark kannst du sie betreuen und begleiten auf ihrem Weg? Kennst du die Models auch persönlich? Selbstverständlich kenne ich sie persönlich und auch sehr gut. Wir sprechen viel, bevor wir die Mädels aufnehmen. Und wir versuchen uns ein Bild zu machen von ihr. Wir haben auch ein Mädchen, ein Model von uns mitgebracht. Das kannst du dann vielleicht direkt fragen. Ja, wir schauen uns ihre Fotos an, die Sarah. So sieht sie aus. Wie alt ist die Sarah und wie lange ist sie schon bei euch? Das Alter sage ich nicht, das fragt man nicht. Sie ist schon ein paar Jahre bei uns und es läuft sehr gut. Dann fragen wir doch die Sarah selber, ob es für sie tatsächlich so gut läuft. Sarah, schön, dass du hier bist. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Agentur? Was erwartest du von ihnen oder von deiner Karriere? Also vor allem ist es natürlich auch, dass man mit der Bookerin, also jetzt bei uns eine Bookerin, hat man sehr viel Kontakt, weil sie geben eigentlich dir Bescheid, wenn was ist. Also wenn jemand ein Casting für dich hat oder dich anfragt für einen Job. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man sich dann auch wohlfühlt, zurückzuschreiben oder anzurufen. Und das ist auf jeden Fall bei Fotogen so der Fall, dass man zu der Bookerin einen guten Kontakt hat. Aber auch wenn ich sonst Fragen habe, ich kann Chad jederzeit auch anrufen. Und ja, das klappt eigentlich sehr gut. Genau. Lothar hat gesagt, es ist wichtig, dass sich das Model wohlfühlt. Wie empfindest du das? Wie kann man dir auf dem Set helfen, damit du deine Arbeit gut machen kannst, damit man dir anmerkt, dass es dir gut geht? Also ich finde, du hast es gerade perfekt gesagt. Ich glaube, wenn man auch wirklich so ein bisschen auf das Model eingeht und gerade auch Sachen wie mit Make-up und Haare, weil gewisse Jobs oder gewisse Shootings, wenn es auch nur ein Shooting für Fotograf und Model ist, dann, je nachdem man sieht, zieht einem anders und dann kriegt man zum Beispiel dicke Augenbrauen oder solche Sachen und fühlt sich aber wirklich, wirklich richtig unwohl. Man merkt es einfach, man kann sich nicht gehen lassen und einfach richtig dabei sein. Und das ist schon mal ein Anfang, dass man so ein bisschen sowas aufbaut und mal ein bisschen nachfragt. Und in diesem Moment entsteht auch schon, dass man miteinander spricht. Und dann fühlt das Model sich automatisch auch ein bisschen wohler. Und ja, einfach ein bisschen kommunizieren, sodass das Model sich einfach total wohlfühlt. Schön, vielen Dank, Sarah. Aber Chad, ist das so, dass der Kunde das dann auch akzeptiert? Ich muss noch was dazu sagen. Es ist jeder Fotograf ist anders. Mhm. Es gibt Fotografen, die die Models extrem provozieren. Sie provozieren sie bis aufs die Knochen. Es fliegen manchmal Bügeleisen, weil sie diese Provokation wollen, weil sie meinen, dass das die Persönlichkeit des Mädchens erst recht auf das Bild projiziert. Ich kenne viele Fotografen, die so arbeiten. Lothar, du auch? Nein, ich finde es nicht notwendig, aber ich kenne auch solche. Okay, ja. Bekannte, berühmte. Das muss jeder selber wissen. Bei dir, Christoph, ist das genau das Gegenteil. Du brauchst ein unglaubliches Feingespür, wenn du mit den Menschen im Ausland zum Beispiel dann kommunizierst und gerade kommunizieren. Du hast es vorhin angetönt, du sprichst teilweise ihre Sprache ja gar nicht. Wie funktioniert denn diese Kommunikation oder dieser Aufbau des Vertrauens? Ich denke, zuerst einmal ist es eine Frage des Lothar hat das auch erwähnt. Respekt. Er macht das auch so. Ist eine Frage des Respekts. Und Respekt spürt man, Respekt fühlen Menschen. Respekt gegenüber ihrer Kultur, ihrer Andersartigkeit und auch Respekt, ob sie überhaupt fotografiert werden möchten. Mhm. Das merken Menschen. Und wann entscheidest du, okay, jetzt ist der Moment da, ich darf? Wenn mir jemand... Der Herr ist ein tibetischer Krieger, so nennt man diese Herren mit den langen Haaren, die sie zu Zöpfen geschwungen haben. Dann, wenn er mir ein nonverbales Zeichen oder auch ein verbales Zeichen gibt, dass ich das tun kann, dann tue ich es. Auch bei Kindern? Sie sieht so aus, als hätte sie wirklich Vertrauen zu dir.
Bei Kindern ist es etwas anders. Bei Kindern ist die Frage, ob ich darf oder nicht darf, ist nicht so ungeheuerlich im Vordergrund, weil ich kenne ganz wenige Kinder, die nicht fotografiert werden. Das machen das prinzipiell gerne. Ist die Frage nicht so sehr, ob sie das wollen, sondern ist einfach die Frage, ob ich eben das Vertrauen gewinne, ob ich ein Kind natürlicherweise beim Spiel fotografieren kann und darf und soll. Das ist eine Frage des Vertrauens und in der Regel klappt es nach einigen Momenten auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller als bei Erwachsenen. Wow. Und das ist wirklich das Ursprüngliche. Sie hat ja nichts davon, sie kriegt kein Geld dafür, sondern sie macht es aus purer Freude daran. Sie macht es aus Freude, jemandem zu begegnen aus einer anderen Kultur. Das trifft sie nicht so häufig und sie möchte ihre Freude damit ausdrücken. Mhm. Ja, doch. Jetzt hat sich eure Arbeit in eurem spezifischen Umfeld auch verändert in den letzten Jahren. Gerade bei dir, Christoph, kann ich mir vorstellen, wir haben die Welt schon gesehen, auf x Fotografien, in Magazinen. Kann man überhaupt noch etwas Überraschendes von der Welt zeigen? Und wenn ja, wie machst du das? Eben, ich denke, die Welt verändert sich ungeheuerlich schnell und dementsprechend gibt es ja auch immer wieder neue Dinge, weil sich die Welt ja so schnell verändert. Das ist ja nicht so, man sagt ja vielfach, ist alles schon fotografiert worden, das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr zu sehen, aber je schneller sich die Welt verändert und je intensiver und je komplexer die Welt wird, und das wird sie wird viel komplexer, desto mehr Möglichkeiten habe ich zu fotografieren und habe ich Dinge neu zu sehen oder anders zu sehen oder eben halt vielleicht auf meine Weise. Und was hat das hier mit dem Billardtisch inmitten von nirgendwo zu tun auf sich? Die Peter spielen wahnsinnig gerne Billard, unheimlich gerne Billard. Man sieht die Dinge im ganzen Tibet und Tibeter spielen ganz, ganz gerne Billard. Der See dahinter ist der heiligste See der Buddhisten, geht aber mit Billardspielen wunderbar zusammen. Siehst du, das habe ich so noch nie gesehen. Dank dir habe ich jetzt das Tibet oder den Tibet näher besser kennengelernt. Ja, euer Schaffen verändert sich auch, weil ihr euch als Menschen weiterentwickelt, oder Lothar? Du hast schon so viel fotografiert, hast vielleicht manchmal auch die eine oder andere Krise überstanden. Viele Krisen überstanden. Okay. Ja. Dennoch, warum bleibst du dran? Weil ich das Bild liebe. Ja. Ich liebe das Bild. Das Problem ist, wenn man Erfolg hat, irgendwann beim Fotografieren, dann wollen die Kunden immer wieder dasselbe. Und dann, wenn sie dann genug haben vom selben, dann wollen sie den Fotografen nicht mehr, dann braucht es einen neuen. Mhm. Das heißt, man sollte eigentlich einen Schritt voraus sein. Mhm. Und es ist immer schwierig, den Moment zu finden, man verändert sich, man wird älter, man hat andere Sensationen im Leben und man möchte, dass die Arbeit parallel damit weiterkommt. Okay. Nicht? Und das ist nicht leicht in der Mode. Und hier warst du zum Beispiel der Erste, du hast es ganz kurz angetönt, der bei Claudia Schiffer auf die Schminke verzichtet hat. Das war wirklich Bam, oder? Das ist, was ist das, 98, genau. Ja, die Claudia wird immer dargestellt als Sexsymbol, nicht? Und klar, sie hat den Körper dafür, sie hat alles dafür, die Haare, alles, aber sie ist viel mehr so. Es ist ein sehr normales, gut erzogenes, anständiges Mädchen. Mhm. Aus einer guten Familie. Und das spürt man, wenn man mit ihr ist. Und sie ist nicht eine, die sagt mir, schau mal, ich sehe super sexy aus. Und ich wollte dann, sie ist zwar oben ohne, auch wieder, weil die Kleider nicht gepasst haben. aber ich wollte sie einfach so normal wie möglich darstellen. Mhm. Und von dem her, ja. Es gibt bei dir aber auch die inszenierte Natürlichkeit. Ja, ja. Das sieht zwar sehr natürlich aus, wenig Make-up und so. Dafür habt ihr sehr lange an den Haaren gearbeitet. Genau. Das ist die große Kunst, dass es dennoch natürlich aussieht. Ja, das war für mich eine Entdeckung. Der Coiffeur, der heißt Nicolas Jean-Jacques, das ist ein Franzose, der kommt von Marseille. Und der ist angekommen mit einem unglaublich starken Buch. Schlechter Geschmack, aber unglaubliches Know-how vom Handwerklichen her. Und der hat gesagt, ich werde die zwei Mädchen aussehen wie Schwestern, also dieselbe Familie. Und eigentlich sind das sehr verschiedene Mädchen. Und hat dann die Haare wirklich zurück
gezogen, so eng wie möglich angeklebt. Und um, weil die Perücken, die sind ja genäht so rund und die haben immer zu viel Volumen. Und er hat dann diese Frisur gemacht, diese kurze, und zwar mit klein geschnittenen Stücken von Haaren und hat die eine Mesh, wie sagt man, eine Locke oder eine Locke nicht, aber eine Strähne an die andere geklebt. Und genau wie das eigentlich das Haar implantiert ist. Mhm. Und gut, also, ich habe noch nie so eine Perücke gesehen, die kein Volumen hat. Also, ja, das hat er fantastisch gemacht. Also wenn du nicht gesagt hättest, dass es Perücken sind, hätten wir vielleicht gedacht, dass es echte Haare sind. Ja, das wäre möglich. Ja. Aber gut, man kann die Haare nicht so schneiden, so arbeiten die nicht mehr 6 Monate lang. Nicht? Ich möchte wahnsinnig gern noch mehr darüber erfahren, wie ihr zu euren Bildern kommt, was hinter den Kulissen alles passiert, was ihr dazu braucht, um diese Fotos zu erhalten. Das in einem zweiten Teil. Zuerst möchten wir eine kurze Pause machen und die Pause auch nutzen, um euch die neue Nikon D850 vorzustellen, die neuesten Features, die sie hat. Gleich nach einer kurzen Pause. Unerwartetes passiert, dann fängst du es ein. Das perfekte Bild. Dann hat es sich gelohnt, dass du so früh aufgestanden bist. Und den langen Aufstieg auf dich genommen hast. Aktiviere deine Versicherung mit einem Klick. Nur so lange, wie du sie brauchst. Und Schäden meldest du genauso einfach. So, und da sind wir jetzt auch schon in Egg bei Nikon Schweiz. Neben mir sitzt der Christian Reding. Der hat uns eingeladen, um uns ein bisschen was über die Nikon D850 zu erzählen. Und am Telefon hat er schon verlauten lassen, dass er vielleicht noch das ein oder andere Goodie für uns hat. Ich lasse mich da mal überraschen, aber jetzt erstmal über die D850. Wenn man sich so die Spezifikationen anschaut, dann könnte man wirklich meinen, dass euch ein ganz großer Wurf gelungen ist, der so ziemlich jeden Anwender anspricht. Kann man das so sagen? Das kann man tatsächlich so sagen. Wir haben mit der D850 ja eine Kamera, die auf den ersten Blick vor allem mit der hohen Auflösung von 45 Millionen Pixel überzeugt. Es ist aber die Kombination zwischen hoher Auflösung, was vor allem für die Studiofotografen interessant ist, für die Landschaftsfotografen, einem entsprechend sehr schönen Umfang vom Kontrast und vom Detailreichtum. Auf der anderen Seite eben die Kombination mit dem Autofokus-Modul der D5, was die Kamera extrem schnell macht beim Fokussieren. Und deshalb eben durchaus auch eine Kamera ist, welche zum Beispiel im Reportage- oder Sportbereich eingesetzt werden kann. Mhm. Und jetzt bei diesen vielen Megapixeln, da hört man ja dann oft so die Befürchtung, dass dann vielleicht das ISO-Rauschen zunimmt, bei wenig Licht und so. Aber auch da habt ihr, glaube ich, vorgesorgt. Wie verhält sie sich denn so bei wenig Licht? Ja, also ganz ohne Licht kommt auch eine Nikon nicht aus. Dennoch haben die Ingenieure in Tokio da eine ganz tolle Leistung erbracht. Das ist ein komplett neuer Sensor drin, ein BSI-Sensor, der über eine große über einen großen ISO-Bereich da nativ eine Leistung bringt, bis über 25.000 ISO. Also da durchaus eben auch für schlechte Lichtempfindlichkeit oder Lichtsituationen nutzbar. Auf der anderen Seite, was mich persönlich eigentlich fast noch mehr fasziniert als die obere Grenze, ist der Start unten. Die Kamera wartet mit einem untersten nativen ISO-Bereich von 64 ISO auf. Und das ist natürlich auch wieder im Bereich der Studiofotografie sehr spannend, auch für Filmer, die eher das Problem haben, dass sie zu viel Licht haben, kann man da eben mit der tiefen ISO-Empfindlichkeit sehr schön starten und dann eben auch wieder vom vollen Gradationsumfang profitieren.
Was gibt es sonst noch an Besonderheiten, die man so hervorkehren könnte? Die Kamera ist spritzwassergeschützt. Das heißt, sie kann durchaus auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Sie ist von der Haptik her sehr gut gelungen, würde ich jetzt mal sagen. Filmen geht natürlich ebenfalls mit der D850. Mit Full HD 4K, wenn man die Bilder der Intervallschaltung zusammennimmt, könnte man sogar mit einem 8K Timelapse-Movie sprechen. Und das ist dann doch sehr eindrücklich, weil man da natürlich dann die ganze Rohdatentiefe nutzen kann. Also wirklich ein Komplettpaket, wie ich eingangs schon gesagt habe. Jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig. Du hattest gesagt, es gäbe noch das ein oder andere Goodie. Jetzt rück mal raus. Ja, also ein Goodie habe ich hier gleich da oben stehen. Können wir ganz kurz anschauen, weil das ist wirklich sehr neu. Das ist das 500 mm mit Fresnel-Linse drin. Sehr, sehr kompakt, 500 mm Brennweite, super Tele. Und dieses Objektiv besticht natürlich durch die Bildqualität, aber eben auch durch die kompakten Maße. Und das wiederum ist natürlich das Stichwort für eben das zweite Goodie, was ich noch dabei habe. Und ich glaube, hier lohnt es sich mal, die D850 ein bisschen zur Seite zu stellen. Okay. Ich mache das da mal. Man soll das jetzt bitte nicht sinnbildlich verstehen. Wir haben hier die Z7, vielleicht möchtest du sie gleich selbst mal sehr in die Hand nehmen. Ich muss ja zugeben, gehört habe ich davon schon. Und jetzt bin ich doch etwas überrascht über das Format auch. Und es fühlt sich auch wirklich an wie eine Nikon. Genau. Ganz einfach. Also das ist durchaus auch eines der am meisten gehörten Feedbacks. Man hat eine Kamera in der Hand, die eben sich wie eine Nikon anfühlt, richtig. Mhm. Es ist definitiv kein Spielzeug. Die Kamera ist dennoch spiegellos und da kommen wir einer gewissen Marktentwicklung auch nach, die eben diese Nachfrage in den letzten Jahren deutlich gemacht hat. Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, du hättest zwei Goodies eventuell. Waren das jetzt wirklich, war das wirklich alles? Weil ich erinnere mich, dass ich da noch was gehört habe. Ja, genau. Wir wollen da natürlich möglichst viele Leute beglücken mit dieser Kamera. Und da haben wir auf der einen Seite eben die Z7, die du jetzt bereits in der Hand hältst. Mhm. Die hat ebenfalls einen BSI-Sensor drin mit 45 Millionen Pixel. Ist so die Kamera fürs Gröbere, sage ich jetzt mal, was die Auflösung betrifft. Und dann habe ich hier noch eben das zweite Goodie. Und die Kamera sieht auf den ersten Blick eigentlich identisch aus. Ja. Das Einzige, was sich äußerlich unterscheidet, ist die Typenbezeichnung, wenn man mal so möchte, die Plakette hier vorne, weil das jetzt ist die Z6. Und die Z6, die ist ein bisschen schneller, da können wir bis zu 12 Bilder machen pro Sekunde, hat aber einen anderen Sensor drin, einen 24,5 Millionen Pixel Sensor. Hier sind's wie viel? Und hier sind es über 45 Millionen. Okay. Genau. So haben wir eigentlich zwei Modelle für zwei Einsatzgebiete, könnte man sagen, und auch zwei Zielgruppen in dem Sinne. Und da kann man dann selbst halt eben entscheiden, ist mir jetzt die Geschwindigkeit wichtiger oder nutze ich die hohe Auflösung der Z7. Jetzt sehe ich aber auch gleich Objektive, die ich so noch nicht gesehen habe. Das heißt, es kommt auch mit einer Kollektion an Objektiven raus. Was sind das für Objektive? Für welchen Anwendungszweck sind die? Ja, da möchte ich ein bisschen ausholen, weil es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied von den neuen Geräten zu den bestehenden Spiegelreflexkameras. Und das ist auch mal so nebeneinander halten. Ja, genau, wenn man das so sieht, das ist schon ein Unterschied. Ist beides mal ein 24-70 mm, hier das 2,8er, da das 4,0er. Was man logischerweise natürlich sieht, ist, dass wir hier den Spiegel noch sehen hier bei der D850 und bei den neuen der Z7 und Z6 sieht man direkt auf den Sensor. Das heißt, wir haben da den Spiegel mal weggelassen. Das ist der eine Unterschied. Vielleicht können wir das so ein bisschen so mal, darf ich mal, so nebeneinander. Dann siehst du, die Bajonettdurchmesser sind komplett unterschiedlich. Mhm. Und das ist eigentlich das, was die Z
Serie auszeichnet. Wir haben hier einen wesentlich größeren Bajonettdurchmesser von 55 mm Innendurchmesser. Das ist der derzeit größte Durchmesser eines Bajonetts im Vollformatbereich. Wir haben gleichzeitig auch das Auflagemaß massiv gekürzt. Das heißt, die Distanz zwischen Sensor und Bajonett beträgt noch rund 16 mm. Mhm. Diese beiden Dinge, also der größere Durchmesser des Bajonetts kombiniert mit dem kleineren Auflagemaß, ermöglicht eben die Konstruktion von neuen optischen Systemen. Oder erfordert sie viel mehr. Ja, sowohl als auch. Ja, ja. Genau. Also, es ist natürlich so ein Nehmen und Geben, sage ich jetzt mal. Man macht das Bajonett größer und erhält dadurch die Möglichkeiten, eben ganze Lichtführung, ich sage jetzt mal, schonender zu machen, weil die Lichtstrahlen eben nicht durch dieses Nadelöhr des Bajonetts müssen. Und das gibt eben die Möglichkeit, die Objekte noch Objektive noch lichtstärker zu bauen. Und ja. Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ihr diejenigen im Regen stehen lasst, die jetzt schon den Schrank voller Nikon-Objektive haben, weil die werden ja da ganz offensichtlich nicht mehr dran passen. Habt ihr da auch vorgesorgt? Ja, genau, da haben wir vorgesorgt. Die Kamera kommt zum Start mit dem 24-70 Blende 4. Mhm. Es kommt ebenfalls zum Verkaufsstart das 35mm 1,8. Das ist das, was wir hier haben. Und dann kommt mit etwas Verzögerung das 50mm 1,8. Also mit diesen drei Objektiven gehen wir mal an den Start. Es gibt bereits eine Roadmap, die dann aufzeigt, dass eben in der nächsten Zeit da noch einiges kommen wird. Jetzt aber zu deiner Frage mit dem im Regen stehen lassen, machen wir im doppelten Sinn nicht. Zum einen sind auch diese Kameras und Objektive selbstverständlich regendicht, abgedichtet. Und zum anderen haben wir hier einen Adapter, der es dann eben ermöglicht, solche Objektive mit F-Mount-Bajonett weiter zu nutzen. Was verliere ich, was gebe ich auf, wenn ich den nutze? Kommt noch so viel Licht an, wie ich es brauche? Verliere ich Licht? Ja. Verliere ich Geschwindigkeit im Autofokus? Oder? Also es ist so, der Adapter, der macht vor allem eins, der stellt das Auflagemaß wieder her von der Spiegelreflexkamera. Das heißt, hier haben wir diese Differenz eigentlich wieder mit drin und somit verliere ich nichts. Ich habe hier keine Linse drin, also da ist nichts, was irgendwie Licht schlucken würde oder so. Wir können das gleich mal hier montieren. Das ist dann eigentlich auf gut Deutsch gesagt nur ein Übersetzer. Es ist ein Übersetzer, der für die Kommunikation halt sorgt zwischen das Objektiv denkt dann, es sei zum Beispiel in einer Nikon D850. So ungefähr, ja, und macht eben dann die unterschiedlichen Bajonette dann untereinander wieder kompatibel. So, jetzt haben wir hier das 500mm an der Z6 jetzt montiert. Funktioniert so übergangslos. Wir haben einen wesentlichen Vorteil sogar noch. Du hast jetzt gefragt, ja, wird die Qualität schlechter? Jetzt bei diesem Objektiv bleibt es, wie es ist. Das wird nicht besser und nicht schlechter mit dem Adapter. Es gibt ja aber zahlreiche Objektive mit F-Mount, welche keinen Bildstabilisator eingebaut haben. Und da kommen wir zu einer weiteren Neuerung der Z-Serie. Die Z-Kameras haben einen Bildstabilisator in der Kamera eingebaut und dieser stabilisiert über 5 Achsen und diese 5 Achsen beinhalten eben auch die Rotationsbewegung. Das heißt, wenn du ein bisschen länger belichtest und auf den Auslöser drückst und da diese Bewegung machst, auch wenn die noch so klein ist, der Sensor geht da entsprechend mit und kompensiert diese Bewegung. Das ist eine Kompensation, eine Stabilisierungsmöglichkeit, die wir in der Optik drin nicht haben. Also man kann das Objektiv schon drehen, aber das hat soweit keine Ausführung. Wenn ich jetzt aber ein Objektiv habe, das eben keinen Stabilisator drin hat, dann nutze ich das auf der Kamera und die Kamera kann dann nicht ganz alle Funktionen, aber die meisten eben auch bei einem Non-VR-Objektiv mit F-Mount übernehmen. Und das macht dann natürlich plötzlich wieder schärfere Bilder mit Objektiven, die wir bis jetzt schon hatten, aber vielleicht verwackelt haben dann vor lauter Aufregung. Wie sieht es mit Autofokus aus? Autofokus funktioniert, also meinst du es im Allgemeinen? Funktioniert, okay, funktioniert. Nein, Autofokus ist so, wir haben ja ein komplett andere Technik drin. Wer Autofokus kennt vom Live-View einer D850 beispielsweise, der weiß, dass dieser Autofokus ein bisschen träger ist, als wenn ich durch den Sucher hindurch schaue. Und mit den Z-Modellen, da haben wir den Fokus natürlich ganz neu konstruieren müssen, aufgrund des Wegfalls des Spiegels und dieser verfügt über knapp
500 Autofokuspunkten, ebenfalls ein Phasenautofokus. Mhm. Und da hat man in dem Sinne keine Einschneidungen. Das läuft. Das Schöne ist an der ganzen Geschichte, dass die Autofokus-Messfelder mittlerweile eben fast das ganze Bild umfassen. Also es geht praktisch bis zum Bildrand des Sensors. Und das wiederum gibt natürlich der ganzen Bildgestaltung weitere Möglichkeiten, eben, wo man da auch mal das Hauptmotiv ein bisschen aus der Mitte rausnehmen kann. Sind das Phasen-Autofokus-Punkte? Ja. Super, ja. Akkulaufzeit bei Spiegellosen eher so ein leidiges Thema. Wie habt ihr das gelöst? Ja, das haben wir vorerst mal sehr zurückhaltend gelöst, wenn man der ersten Pressemitteilung Glauben schenken möchte. Nikon hat da die SIPPA-Werte hinzugenommen und ging da von rund 330 Bilder aus. Und das ist nun schon natürlich ein bisschen ein Einschnitt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel Stefan Forster, der heute jetzt auf den Färöern unterwegs ist mit einer Z7 und der bereits eben herausgefunden hat, dass diese 330 Bilder sehr konservativ sind. Mhm. Er hat schon über 800 Bilder gemacht mit einem Akku, was doch ein großer Unterschied ist. Ja. Weil da sind ja wahrscheinlich auch noch kältere Temperaturen. Richtig, genau. Ja. Und dadurch kann ich jetzt sagen, da kann man schon sagen, das ist sehr praxistauglich. Und natürlich werden wir da mit einer Spiegelreflexkamera immer so einen Schritt voraus sein. Wir haben einen optischen Sucher eingebaut, der braucht keinen Strom, logischerweise. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, okay, ich nutze die nicht, weil die Akkulaufzeit ist mir zu kurz. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Ja. Super, ich nehme an, Videofunktionen habt ihr auch eingebaut. Mhm. Ja, Nikon legt seit längerem auch Wert auf das Filmen und bei der Z-Serie wurde das natürlich auch wieder übernommen. Wir haben da alle Vorteile, die auch ein elektronischer Sucher zum Beispiel bietet, halt eben auch beim Filmen. Ich spreche hier von Fokus-Picking, von Zebramuster bei überbelichteten Bereichen und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist der Autofokus. Dank diesen neuen Autofokus-Modulen oder diesem im Sensor integrierten Autofokus lässt es sich eben auch beim Filmen viel besser fokussieren mit dem Autofokus. Für Filmer besonders interessant dürfte die Tatsache sein, dass ich die Kamera noch konfigurieren kann. Das heißt, ich kann die Autofokus-Geschwindigkeit einstellen in der Kamera drin über verschiedene Stufen. Ob jetzt die Kamera sehr schnell vom vorderen Schärfe in die hintere Schärfe oder was auch immer umschalten möchte. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn ich einen Fokusfahrt über den Touchscreen wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Genau. Super Sache. Ja, dann hat sich das ja wirklich doppelt und dreifach gelohnt. Vielen Dank, Christian Reding, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit gehen wir jetzt zurück zu Nina ins Studio mit ihren Gästen. Ja, willkommen zurück meinen Gästen, Christoph Hammer, Chad Hayek und Lothar Schmid. Schön, dass ihr immer noch hier seid. Ich würde gerne bei euch weiterfahren, wo wir aufgehört haben, bei den Herangehensweisen, damit ihr bestimmte Fotografien erhält. Und da würde es mich bei dir, Lothar, interessieren, ob du unterschiedlich dran herangehst, ob du jetzt vielleicht mit Newcomerinnen und Newcomern arbeitest oder vielleicht sogar mit Kindern. Ob sich da das Shooting vielleicht verändert, verlängert, ob es beim Casting, du hast diesen Jungen schon gecastet, ob es da einen Unterschied gibt? Es gibt sehr große Unterschiede. Das ist natürlich sehr, subjektiv, das Ganze. Ich meine, ich wähle die Leute aus, die mir gefallen. Und gut, die Geschichte zu diesen Kampagnen ist eigentlich, das ist L'Oréal auch. Mhm. Aber die haben irgendwann entdeckt, dass man eben auch mit Natürlichkeit Geld verdienen kann. Mhm. Und diese Produkte werden in Apotheken verkauft und ist auch für die Haut gut und so weiter. Und das ganze Ding läuft wahnsinnig gut weltweit. Aber eben, das heißt, heute ist es jetzt etabliert, das Natürliche. Und mit dem Natürlichen kann man Geld verdienen. Und gut, diese Castings, die sind sehr hart, weil ich sehe da vielleicht in diesen kleinen Knaben zu finden, der gut mit der Frau passt. Da habe ich vielleicht 50, 60 mindestens gesehen. Vielleicht auch mehr. Wow. Vielleicht auch 100. Und die anderen, fängst du dann mit dem Kind anderen, an, weil es einfacher ist, eine Mutter zu finden? Wie bitte? Fängst du mit dem Kind an, weil es einfacher Nein, ist, eine Mutter? Nein, ich mache das parallel. Und dann schaue ich, was könnte zusammenpassen. Und ich finde, es ist sehr schwierig, in dieser falschen Welt, die man produziert, eine Glaubhaftigkeit zu finden. Und wenn ich sie gefunden habe, bin ich ein wenig stolz. Ja. Und da ist das Motto Kind und beim Foto vorher ist es einfach eine Gruppe von jungen Leuten am
am Strand, nicht? Und die Vorgabe war noch, dass der kleine Bruder dabei sein muss, der kleine. Und da hat es Studentinnen drin, es hat die unten im Orangen, das ist eine Stand-up-Comedian. Viel weiß ich gar nicht, was die machen, aber es sind alles eben diese Art von Casting, wie der Chatz hier auch in seiner Agentur hat, nicht? Aber beim Casting mit dem kleinen Jungen, da hast du nicht nur drauf geschaut, ob er dir gefällt, sondern auch, ob er geeignet ist. Klar, das ist genau dasselbe. Wie findest du das heraus? Das finde ich heraus, gerade mit Kindern, das ist sehr schwierig, weil da kommen die Mütter mit. Und die Mütter, ja. Und die Mütter, wenn der Kleine nicht gerade macht, was sie will, dann wird gedroht, nicht? Dann kriegt er nicht sein Gipfeli oder was immer, nicht? Und ich probiere, die Mütter fernzuhalten. Und die kommen dann und ich hole die an der Hand und dann schaue ich auch schon, hat er Vertrauen zu mir? Ich kann sie oder ihn mit der Hand holen und dann nehme ich ihn, sitzen auf dem Tisch, dann spüre ich auch schon, hat er irgendwie ein Ding, ich spreche mit ihm, hin und da geht es sehr schnell, hin und da länger, je nachdem, ich mache so weit, erstens gut, der Kopf muss mir gefallen und dann muss ich spüren, dem kann man arbeiten. Mhm. Wie gerade so vier dieses Alter, wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Ne? Mhm. Das ist unmöglich, nicht? Ne? Und das muss man spüren. Also Casting. Auch die Zwischenmenschlichkeit ist da das doch wieder wichtig. Zwischenmenschlichkeit. Und man muss spüren, was ist das für ein Kind. Ja. Dauert ein Shooting länger, wenn man mit Kindern oder mit Amateuren arbeitet, als mit Profis? Oder? Ja klar, mit Kindern haben wir meins drei, vier. Also ich hatte noch drei mehr. Ach so. Ja, falls einer nicht geht, dann nimmst du den nächsten. Ja, das ist auch. Und gut, natürlich hat es mich gefreut, dass meine Nummer eins dann am besten funktioniert hat. Ich habe es auch noch gemacht mit dem Baby. Und das ist auch gut gegangen, aber dann hat dann der Kunde entschieden, wir wollen lieber den als das Baby. Und die haben auch mehr Komplizität zusammen. Mhm. Mit dem Baby ist es schon schwieriger, dass man die richtige Mutter ist. Und, ja. Aber Chad, für dich ist das ja sicher auch schwierig anzubieten, wenn jetzt ein Lothar bei dir anruft und sagt, ich brauche ein Kind. Weißt du dann, welches geeignet ist oder wie wählst du aus, wie bietest du an, was wünschen die Kunden konkret? Kinder bieten wir eigentlich so nicht an, weil Kinder wachsen so schnell und du kommst nicht nach mit dem Aufbau. Das heißt, und außerdem können wir auch keine Kinder aufs Internet stellen und so Sachen. Also das geht einfach nicht. Wir machen das so, dass die Models, die Kinder bekommen, das wissen wir. Sie teilen uns das mit und wir sehen sie auch. Und wir versuchen dann, wenn wir dann einen Auftrag bekommen, wo dann ein Produkt oder ein anerkanntes Produkt wie L'Oréal sagt, ich brauche ein Kind, dann fragen wir einfach die Mütter, unsere Models und sagen, hey, habt ihr da, wie alt könnte das passen? So versuchen wir es. Wir versuchen auch immer, dass die Mutter auch den Job bekommt, das Mutterkind an den Job gehen. Wenn das klappt, dann ist es einfacher. Sie verdient auch mehr, weil Kinder bekommen nicht so viel Geld heutzutage wie jetzt die Mutter. Und wenn du wenig Geld bekommst, die Mutter muss sich einen Tag frei nehmen und sie kriegt vielleicht nur 200 Franken, dann sagt sie, lohnt sich nicht. Und was für Typen sind gesucht und gefragt im Moment? Wie der Lothar sagte, mit Natürlichkeit verdient man heute mehr. Wir versuchen authentische Personen. Die Schwierigkeit ist größer geworden. Früher, bevor Photoshop kam, musste das Mädchen oder das Model perfekt sein. Da musste die Hände, der Po, alles. Oder? Da konnte man nicht viel spielen. Das Bild, das gemacht worden ist, musste man so nehmen. Man konnte höchstens noch ein, zwei Licht hoch, Licht niedrig und das war's. War schwierig. Wird schwieriger, weil authentische Menschen könntest du jeden nehmen. Wir haben 300 Bewerbungen jede Woche. Das heißt, wenn es nach mir ginge, könnte ich jeden nehmen, weil jeder schaut für mich authentisch aus. Aber mit der Erfahrung der letzten Jahre, seit 2004, sehen wir, welche Kunden, welche People oder welche authentischen Leute buchen und wir versuchen uns an die zu orientieren bei der Auswahl der Nächsten. Und auch nicht jeder ist geeignet, Lothar, oder? Man muss sich auch bewegen können. Was ist für dich schlimmer, Unbeholfenheit oder Starallüren eines Topmodels? Starallüren. Schlimmer? Ja, viel schlimmer. Viel schlimmer, weil Models, die das schon lange machen, die wissen genau, wie sie gut aussehen, wie nicht. Und die wissen es so haargenau besser als der Fotograf meistens. Und bei den Anfängern hat man mehr Spielraum. Die wissen noch nichts. Also ist es offener, nicht? Also von dem her habe ich lieber
Unbeholfenheit. Mhm. Ja, das ist interessant. Mhm. Natürlichkeit. Christoph, da kannst du uns auch viel darüber erzählen. Du hast jetzt kürzlich einen interessanten Auftrag bekommen, nämlich vom Kloster Pfarr. Du sollst die Benediktinerschwestern fotografieren bei ihrer Arbeit innerhalb eines Jahres und dann ein Buch veröffentlichen. Wie hast du dich auf diese Arbeit vorbereitet? Es gibt keine Vorbereitung. Es ist nicht möglich. Ich wurde eingeladen, die Priorin hat mich eingeladen. Vom Kloster kam auch der Auftrag. Ich wurde einfach eingeladen zu einer Begrüßung, in der ich alle Benediktinerschwestern kennenlernen durfte. Ein Teil davon kannte ich schon von einer früheren Arbeit, die ich fürs Kloster gemacht habe, ziemlich lange. Aber Vorbereitung in dem Sinn ist, es ist nicht möglich. Man kommt da hin und die Türen, also wirklich die Türen schließen sich und man ist in einer Welt für sich. Was hast du denn erwartet für eine Welt? Man macht sich ja schon seine Gedanken und ja, packt das Equipment und muss sich ja doch irgendwie vorbereiten. Ich habe auf jeden Fall nicht erwartet, was ich dann zuletzt oder letztlich erleben durfte. Es sind ja immer so Vorstellungen auch von der Kindheit, meinem Alter gemäß, sind das nicht immer positive Vorstellungen, die von einem Klostergedanken oder einem Klosterleben ausgehen können. Ich habe vielleicht Demut und Frömmigkeit erwartet und ich habe dafür Weltoffenheit und Selbstbewusstsein und ein ungeheuer tiefes Selbstverständnis, das diese Frauen ausstrahlen, das habe ich dann zuletzt oder ziemlich schnell einfach gekriegt. Und wie müssen wir uns das vorstellen, deine Arbeit? Wie bewegst du dich in diesem Kloster? Ich bin jede Woche, also über ein Jahr lang, jede Woche zwischen 1 und 4 bis 5 Mal im Kloster gewesen, zu bestimmten Anlässen oder auch nur zu gewöhnlichen Arbeit. Es sind Benediktinerschwestern, also ihr Leben besteht aus, man nennt das so schön im Lateinischen, ora et labora, beten und arbeiten. Mhm. Und das ist das, was sie wirklich tun, sie beten und sie arbeiten. Mhm. Ich war da jede Woche zwischen 1 und 5 Mal, habe ihre Feste miterlebt. Hier in diesem Bild ist die Vorbereitung für ihre berühmten, geheimen, absolut geheimen Kräuteressenzen und Kräuterliköre und Schnäpse, die sie einmal im Jahr brennen. Also auch dabei du sein. Kennst die Rezeptur Nein. nicht? Aha. Nein, die gibt es auch nur, der Zettel da, der ist wunderschön, da steht auch was drauf. Das ist aber nicht zum Reingucken für mich. Wie viel Equipment hast du dann dabei, damit du all diese Momente auch sofort erwischst? Ich habe prinzipiell nur einfach 2 Kameras dabei und ich habe eigentlich das Beste, was ich dabei habe, ist ein sehr lichtstarkes 35mm Objektiv. Es sind dunkle Gänge, es ist ein dunkles Kloster. Die Benediktinerschwestern hier in Arbeitskleidung sind sie blau, sonst sind sie prinzipiell schwarz. Also es ist eine dunkle oder abgedunkelte Angelegenheit, also ich brauche Licht und ich wollte nie blitzen, ich habe nie geblitzt. Also ein lichtstarkes Objektiv und eine sehr, sehr schnelle Kamera, weil die Benediktinerschwestern bewegen sich ungeheuer behende. Gut für dich. Ja. Aber ganz ehrlich, unter uns ist wirklich nie etwas gestellt. Die Porträts, die ich gemacht habe, von jeder Schwester ein Porträt gemacht, die sind alle prinzipiell gestellt. Ich habe jede Schwester gefragt, wo und wie sie gerne fotografiert werden möchten. Die Wahl lag immer bei ihnen. Oder ich habe Vorschläge gemacht, die wurden akzeptiert. Das sind die einzigen gestellten Fotos. Aus einem einzigen Foto, das habe ich 2-mal gemacht. Ich habe verpasst, die Schwestern, wenn sie vom Gebet kommen, die gehen in einer sogenannten Prozession den Gang, laufen die den Gang hoch. Das heißt, in 2er Reihe und irgendwie habe ich habe diesen Moment, den habe ich verpasst. Die gingen da alle schon zum Mittagessen rein, als ich da irgendwie zu fotografieren anfing, habe ich verpasst. Ich habe freundlich gefragt, ob sie diese Prozession noch einmal gehen würden. Das ist die einzig gestellte Aufnahme. Wow. Und das alles dann zu sehen in dem Buch. Wann wird das erhältlich sein?
Das Buch wird am 1. September, gibt es eine Buchvernissage im Kloster Pfarr und eine große, ich habe noch, durfte noch 70 große Weltformatplakate fotografieren. Über das gesamte Klosterleben wird eine Ausstellung geben und eine Buchvernissage am 1. September im Kloster, selbstverständlich. Diese Frauen sind auf natürliche Art und Weise fotogen. Sie sind auch nicht austauschbar, weil es geht um diese Personen. Aber eine abschließende Frage an euch alle. Wann ist denn jemand fotogen? Chad, da bist du der Experte. Ich bin auch bei den Benediktinern aufgewachsen. Ach so? Im Kloster. Aber ich habe keine Schwester gesehen, es waren nur Brüder. Auch keine auf dem Fahrrad, gell? Ja. Aber in Wien, nicht in der Schweiz, sondern in Österreich. Ja. Super. Fotogenität, ja, schwierig, weil ich meine, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Ich kann etwas fotogen oder schön finden, der Lothar vielleicht nicht oder der Christoph vielleicht auch nicht. Bei uns ist es schwierig oder ist nicht meine Angelegenheit, sagen wir mal so. Der Kunde bestimmt, was er fotogen empfindet und was zu seinem Produkt passt. Ich kann nur die Auswahl treffen und hoffen, dass ich die richtige getroffen habe, um einen Job vermitteln zu können. Mhm. Deswegen spielt es für mich jetzt nicht so sehr eine Rolle, außer jetzt bei der Auswahl. Mhm. Lothar, für dich dann schon. Du hast die Models dann vor der Kamera. Zum Beispiel Diane Kruger ist sehr, sehr fotogen. Warum? Warum ist sie fotogen? Ich denke, es hängt sehr stark zusammen mit der Morphologie vom Gesicht. Mhm. Und klar, vielleicht noch typischer als sie ist eine Kate Moss mit den starken Wangenknochen. Und die haben auch eine sehr ähnliche Gesichtsformen. Das ist wie, sie haben Kopf wie eine Skulptur. Das ist alles perfekt eigentlich. Und vor allem nimmt es das Licht sehr gut auf. Und wenn ich sage fotogen, sind für mich Mädchen, die sind fotogen, weil man kann das Licht bringen, links, rechts, oben, unten, die sehen immer gut aus. Mhm. Und das ist nicht unbedingt etwas, das passiert nur, weil jemand hübsch ist. Mhm. Also ich glaube, hübsch im Leben und hübsch im Foto sind zwei verschiedene Dinge. Das stimmt. Bei der Auswahl, bei der Auswahl der Mädels ist es sehr schwierig, weil wenn ein Mädel sehr hübsch ist, muss sie nicht fotogen sein. Ja. Das Schwierige beim Aussuchen und beim Scouten ist eigentlich das unscheinbare Mädchen zu finden, das eben die Wangenknochen hat, das Licht aufnimmt, das mit Make-up schön ist. Weil sonst würde ja jeder, der ein Mädchen schön findet, ein erfolgreicher Agent werden. Und was macht dann die Linse mit diesem Mädchen? Die Linse macht überhaupt nichts. Die registriert einfach. Ich meine, was noch wichtig ist, natürlich auch der Ausdruck. Ich meine, wenn man sagt, die Augen sind ist das Fenster zur Seele, das ist wirklich das. Ich meine, ich probiere, wenn ich auswählen kann, das ist nicht immer der Fall, aber die meisten Leute, die natürlich Schauspielen, die haben das schon, die haben das Fotogene, die haben Präsenz, aber vor allem, dass sie Lebenskraft haben. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich finde, man kann ja wählen, was will man zeigen. Ein Mensch, man fotografiert einen Mensch, damit er für andere interessant wird, nicht? Mhm. Und von dem her, ich finde, die Lebenskraft, das ist etwas, das wir alle brauchen. Und es ist mir lieber, das zu zeigen, als jemand, der das nicht hat. Ja. Das könnte man gerade für dich eigentlich übernehmen, Christoph, oder? Dieses Votum, Lebenskraft oder das Leben an sich im Gesicht, in den Augen, in der Seele, in den Augen? Oder wann ist für dich ein Mensch fotogen, damit er dir den Grund gibt, ihn zu fotografieren? Es ist eine schwierige Frage. Ich denke, ein Stück weit ist es das Selbstverständnis eines Menschen, so wie er halt ist und wie er das dann auch zeigt oder zeigen möchte. Es ist was er repräsentiert, seine Kultur, sein Leben, seine Trauer, seine Angst, die er dann halt eben zeigen möchte, wenn ich ihn fotografieren darf. Das ist wahrscheinlich das, was den Menschen dann für mich auf jeden Fall sogenannt fotogen macht. Das wäre ungefähr das. Für uns Betrachter wirkt es dann eben, wenn die echten Gefühle drauf sind, so faszinierend. Vielen, vielen Dank euch dreien für dieses sehr nette, interessante Gespräch und ich wünsche euch alles Liebe und dass es auch weiterhin, wie wir so schön in der Schweiz sagen, mangelt bei eurer Arbeit, weil genau darum geht es, glaube ich. Vielen, vielen Dank und noch einmal einen Riesenapplaus für euch drei.
das war es leider schon wieder für heute. Aber zum Glück haben wir ja schon bald wieder neue Themen für euch bereit. Wieder auf YouTube bei Image Campus. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dann, bleibt im Bilde und tschüss.